Schwester Tibi und die Tessa aus dem Löwenland. Wir haben Lust, etwas zu basteln. Wir haben die Renate im Löwenland gefunden. Hallo Tessa, hast du Lust, heute einen Bewegungswürfel mit mir zu basteln? Ja! Ja, den Bewegungswürfel, den kann man sich auch runterladen auf der Seite von der Shopping City Seiersberg. Da gibt es einen eigenen Punkt fürs Löwenland, da kann man das runterladen und am besten auf A3 ausdrucken. Dann brauchst du das nur mehr ausschneiden, falten und zusammenkleben. Wollen wir das jetzt machen? Ja! Super! Yay! Schau, da drüben findest du die Schere. Nein, Tibo, du tust sie weh. Ich schneide das am besten aus. Der Tibo hat so große Krallen, der wird die Schere auch sicher kaputt machen. Weil ich hab dich ja auch nicht bei den Schneemännern gelassen. Das machst du richtig super. Ich habe aber auch schon welche vorbereitet, die man einfach nur mal zusammenkleben brauchen. Ich denke, da hast du noch etwas vergessen. Da. Ja, dann schneid das aus. Ich schneide vorher schon mal. Ich habe das extra größer gemacht, damit man das besser zusammenkleben kann. Ah. Hast du das schon ausprobiert? Natürlich, schau, ja, da steht ja schon ein Würfel. Ich fange mal an zu kleben, während du noch ausschneidest. Das will mehrere Bewegungswürfel. Ja, ich habe sogar noch einen zweiten für dich vorbereitet. Schau. Oh. Nein, Tibo. Okay. Ja, bitte, Tessa. Ich mache dir dann auch einen. Okay, Tibo, versprochen. Dann fange ich mit dem Kleben an. Solange ich ihn zusammenklebe, machst du dann den anderen Würfel ausschneiden. Ne? Den das machen wir. Tibo, willst du auch mit uns mitspielen und die Bewegungsübungen machen? Denk ich ihn? Ja, aber dann nimm den, weil hier muss der Kleber erst trocknen. Nein, ich meine, hier kannst du das da ausschneiden, weil ich klebe meinen jetzt. So, wir haben jetzt den Würfel fertig gebastelt. Renate, was sollen wir jetzt mit dem Würfel machen? Ich zeig dir mal, was da für Tiere drauf sind. Das sind, das so schöne sind doch Zeichen. Nicht nur Tiere. Ja, genau, Kinder, die diese Tiere nachmachen. Wen haben wir da? Den Frosch. Weißt du, wie der Frosch macht? Quack. Quack, ja. Und der Frosch, der setzt sich so hin. Und wie macht er? Quack, er hüpft durch die Gegend. Wen haben wir noch? Den Schmetterling. Oh, wie geht denn der? Ha, die Füße zusammen und dann flattert er. Dann haben wir noch den Tiger. Wow. Oh, Tibo, du bist doch ein Tiger. Ja, genau. Nein, der ist ein Löwe. Tja, unser süßes Maskottchen, gell? Und den Fuß ausstrecken, genau. Und auch mit dem anderen Fuß. Super. Haben wir auch noch die Palme. Die weht im Wind. Das Faultier. Das Faultier machen wir ganz zum Schluss. Ja. Hier ist aber das Faultier. Gut, dann machen wir das Faultier. Das liegt faul am Boden rum. Oh, meine Lieblingsübung. Oh, die ist aber schön, oder? Die ist langweilig. Die ist langweilig. Na, dann machen wir jetzt die Palme. Dafür müssen wir jetzt aufstehen. Und wie eine Palme, genau, im Wind wehen. Ich bin so grün wie eine Palme. Ja. Und jetzt, lass uns spielen. Was ist der Mache? Oh. Oh, den Tibo. Kannst du den Tibo? Der Tibo macht den Tibo. Okay, gut. Jetzt würfel ich. Oh, das Faultier. Deine Lieblingsübung. Meine Lieblingsübung. Oh, der Tiger. Oh, du bist ja auch... Der Frosch, der macht mir am meisten Spaß. Ja. Renate, das war aber lustig. Können wir das wieder einmal machen? Natürlich, komm doch einfach vorbei ins Löwenland. Yay! Yeah. Und wenn du das zu Hause auch noch machen willst, kannst du die Vorlage runterladen auf der Seite, Homepage von Shopping City Seiersberg, Löwenland. Und zu Hause kannst du die Sachen dann auch noch anmalen, wenn du Lust hast. Yay! Tibo und Tessa sagen Tschüss, gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt das Video gerne. Tschüss! Bis bald!
Das Gesundheitswesen in Kindberg ist vorbildlich. Dazu zählt auch die Apotheke zum Heiligen Josef im Ortszentrum. Nachdem im Rahmen der Ortszusammenlegung zwei Gemeinden dazugekommen sind, nämlich Mürzhofen und Allerheiligen, war die Überlegung, im Zuge des Sparmarkt-Spruzziner Umbaus auch eine Apotheke zu integrieren, eine begrüßenswerte Idee. Bürgermeister Sander bedankte sich bei Magister Dr. Anna Leopold für diese gelungene Kooperation. Als Bürgermeister bin ich sehr stolz, dass wir eine zweite Apotheke für Kindberg bekommen, nämlich die Filialapotheke beim neu erbauten Eurospar von der Familie Spruzziner. Ich glaube, das ist eine besondere Aufwertung für den Ortsteil, aber auch für den Westen unserer Stadt. Alles Gute wünsche ich der Familie Leopold mit dieser zweiten Apotheke. Liebe Kindbergerinnen und Kindberger, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir eine Filiale zu unserer bestehenden Apotheke zum Heiligen Josef eröffnen werden. Es ist direkt im Sparmarkt. Auf der rechten Seite ist der Eingang zum Sparmarkt und links davon der Eingang zur Apotheke. Die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand. Die Bevölkerung wird daraus mehrere Vorteile haben. Zum Ersten, dass die Anfahrtswege hin zur Apotheke für die Einwohner aus Mürzhofen, Allerheiligen und der Stanz wesentlich kürzer sein werden. Der zweite Vorteil ist, dass wir Arbeitsplätze schaffen werden. Und außerdem sind wir in unmittelbarer Nähe zum Altersheim, zu des Sozialhilfeverbandes, den wir natürlich dadurch noch rascher beliefern können. Was außerdem sehr wichtig ist, dass sich die Kunden auf zwei Geschäfte aufteilen werden. Dadurch kann die Beratungsqualität noch besser werden und man hat mehr Zeit für die Kunden. Auch für die Mitarbeiterinnen wird die Filiale Neuigkeiten bringen. Das Ladensystem übernimmt ein Ladenroboter. Ich möchte Ihnen ganz kurz erklären, was ein Ladenroboter ist. Wenn man jetzt die ursprüngliche Apotheke hernimmt, da haben wir die Laden, wo wir die Arzneimittel entnommen haben. Und beim Roboter ersparen wir uns den ganzen Weg zu den Laden. Wenn zum Beispiel jetzt ein Kunde ein Aspirin verlangt, dann kann ich direkt das in den Computer eingeben. Mit einem Knopfdruck habe ich dann das Medikament hier vorne an der Tara. Aber keine Angst, trotz Roboter sind die Aufgaben einer Apotheke nach wie vor sehr vielfältig. Unsere Stärke ist, dass wir sehr viele Arzneimittel selber herstellen können. Ich möchte Ihnen zum Beispiel hier zeigen, wie eine Salbe hergestellt wird. Man rechnet, dass bis Oktober 2021 der Eurospar Spruzziner und die Apotheke Leopold fertig sein werden, sodass man in Kindberg nicht nur ein modernes Eurospar-Einkaufserlebnis, sondern auch eine Apotheke nach den neuesten Standards vorfinden wird.